Monozyten sind im Blut zirkulierende Zellen des Immunsystems und die Vorläufer der unter anderem in den Geweben lokalisierten Makrophagen sowie auch eines Teils der dendritischen Zellen. Ihre Aufgabe ist die Zerstörung körperfremder Strukturen durch Phagozytose und die Aktivierung der erworbenen Immunabwehr mittels Antigenpräsentation. Der wichtigste Speicherort für Monozyten ist die Milz. Die Monozyten gehören sowohl zum spezifischen als auch zum unspezifischen Abwehrsystem. Zirkulierende Monozyten haben eine Lebensdauer von 1 bis 3 Tagen, bevor sie ausdifferenzieren und in die Gewebe einwandern. Dort leben sie als Makrophagen für mehrere Wochen bis sogar Monate weiter. Monozyten und Makrophagen verarbeiten in natürlichem Maße LDL, einen wichtigen Teil des Fettstoffwechsels. Ist dieses jedoch durch Acetylierung des Proteinanteils modifiziert, kann dieses oxidierte LDL nicht mehr verarbeitet werden und häuft sich im Zellinneren an. Die daraus entstandenen Makrophagen nennt man Schaumzellen. Sie gelten im Zusammenhang mit verletzten Blutgefäßen als Hauptursache der Arteriosklerose. Eine Erhöhung der Monozytenanzahl infolge chronischer Entzündungen oder auch Nekrosen wird als Monozytose bezeichnet.